Im Rahmen des demnächst stattfindenden Wechsels in der Position des Landeshauptmanns bringen wir im folgenden Beitrag ein Statement von Landesrat Tilman Fuchs. Landesrat Erwin Bröll plant seine Zukunft als Privatperson. Also mit ihm geht wirklich eine Epoche zu Ende, muss man sagen. Nach 37 Jahren in der Landesregierung und 25 Jahren als Landeshauptmann dieser Landesregierung ist natürlich das ganze Land, die gesamte politische Landschaft ist sehr nach ihm geprägt. Wie haben Sie mit ihm in all den Jahren jetzt zusammengearbeitet? Eigentlich recht gut. Ich habe Erwin Bröll vor 17, 18 Jahren kennengelernt, als wir ATV, die Gesetzgebung, das ORF-Monopol diskutiert hatten, das dann später ja auch gefallen ist. Und ich habe ihn eigentlich schon als wahnsinnig selbstbewussten Menschen kennengelernt, der ganz genau weiß, was er will, der aber durchaus auch zuhören kann und auch eine andere Meinung gelten lässt. Der schließt sich dieser nur sehr selten an, das muss man leider auch sagen. Aber es ist schon so, dass man zumindest einmal Gehör bekommt und dass er sich die Dinge überlegt. Jetzt sind Sie ja ein parteiloser, parteifreier Landesrat. Wie geht es einem da mit einem ÖVP-Landeshauptmann? Gut, ich sage einmal, weltanschaulich bin ich wahrscheinlich ein eher konservativer Mensch, daher, da trennt uns nicht besonders viel. Daher sage ich einmal, rein in politischer Hinsicht haben wir eigentlich weniger Probleme gehabt. Ich meine, er ist natürlich wie jeder ÖVP-Spitzenpolitiker in einem Korsett zwischen den verschiedenen Bünden. Das schafft auch gewisse Unfreiheiten, auch für ihn, die ich natürlich nicht kenne, ja, weil ich eben keine große Partei im Hintergrund habe, auf die ich da Rücksicht nehmen muss. Das sind vielleicht die Unterschiede. Wie haben Sie den Privatmensch Erwin Bröll kennengelernt? Ich kenne ihn privat nicht besonders gut. Ich meine, natürlich, wenn man miteinander arbeitet, sitzt man irgendwann einmal bei einem Abendessen länger zusammen und kommt dazu, auch private Dinge zu plaudern. Aber ich kenne ihn nicht so gut, als dass ich sagen könnte, ich kenne den Privatmann Erwin Bröll wirklich. Zeit nach Erwin Bröll mit Johanna Mikl-Leitner, wie sehen Sie hier die Zukunft Niederösterreichs? Also, ich glaube, man soll nicht davon ausgehen, dass sich die das nicht gut überlegt haben, was sie da machen. Die geben sicher das Land Niederösterreich nach 25 Jahren Regierung nicht ohne weiteres in die Hände von irgendjemand. Sondern ich glaube, dass diese Entscheidung sehr, sehr wohl überlegt ist. Und ich glaube auch, dass Mikl-Leitner intakte Chancen hat, da wieder zum Erfolg zu kommen. Und aus zwei Gründen im Wesentlichen. Erstens einmal halte ich es für richtig, eine Frau zu nehmen, wenn ich das so salopp sagen darf. Weil ein Mann würde immer mit ihm verglichen werden. Eine Frau kann schon einmal nicht in demselben Ausmaß mit ihrem Vorgänger verglichen werden, in dem Fall. Und die zweite richtige Entscheidung, glaube ich, oder ergibt sich daraus, dass man nicht unterschätzen darf, wie sehr die Frau Mikl-Leitner in Niederösterreich verankert ist. Also sie kennt natürlich die Partei in- und auswendig, jeden einzelnen Funktionär. Sie kennt die ganze Landschaft exzellent. Und ich glaube auch, dass die Bereitschaft der Mannschaft, dieser, man muss schon fast sagen, dieser Prätorianer, die da sitzen und auf den nächsten Wahlkampf warten, dass die Bereitschaft dieser Menschen, für sie einzutreten und für sie zu kämpfen, sehr groß sein wird. Ich danke Ihnen recht herzlich für das Gespräch. Danke.